Nach ihren Angriffen in Syrien haben die USA, Frankreich und Großbritannien eine neue diplomatische Initiative gestartet. Einen Tag nach den gemeinsamen Angriffen in Syrien haben die Staaten dem UNO-Sicherheitsrat in New York den Entwurf für eine neue Resolution zu dem Bürgerkriegsland vorgelegt. Der von Frankreich verfasste Entwurf, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, schlägt der Agentur zufolge die Schaffung eines unabhängigen Mechanismus für die Untersuchung des mutmaßlichen Chemiewaffenangriffs in der einstigen Rebellenhochburg Douma vor. Dadurch soll auch die Verantwortlichkeit für den Angriff geklärt werden, heißt es. Im November hatte Russland die Verlängerung einer UNO-geführten Untersuchung zu Giftgasvorwürfen in Syrien dreimal mit seinem Veto verhindert. Fotos Trecker 6 Bilder Syrien. Angriff in der Nacht. Zudem wurde die syrische Regierung von Machthaber Bashar al-Assad in dem Papier zur vollständigen Zusammenarbeit mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, aufgefordert. OPCW-Experten wollten am Samstag mit den Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Douma beginnen, der in dem Resolutionsentwurf scharf verurteilt wurde. Sie prüfen allerdings nur, ob Giftgas eingesetzt wurde, nicht, wer dafür verantwortlich war. Russland warf den USA vor, kein Interesse an einer objektiven Aufklärung des mutmaßlichen Giftgasangriffs durch die OPCW zu haben. Sie wollen nur den Friedensprozess in Syrien zum Scheitern bringen und die Situation im Nahen Osten destabilisieren, sagte Generaloberst Sergei Rutskoi vom Verteidigungsministerium der Agentur TASS zufolge. Allerdings setzten die OPCW-Experten ungeachtet der nächtlichen Luftangriffe ihren Einsatz fort. Der syrische UNO-Botschafter Bashar Jafari sagte, der Angriff untergrabe die Arbeit der OPCW. Bei der Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates erklärte er, dass eines der bei dem Angriff getroffenen Gebäude im vergangenen Jahr zweimal von Inspektoren besucht worden sei, nur dass Aktivitäten in Bezug auf Chemiewaffen festgestellt wurden. Humanitärer Zugang ohne Einschränkungen gefordert. Die OPCW soll dem neuen Entwurf zufolge zudem innerhalb von 30 Tagen darlegen, ob Syrien seine Bestände an Chemiewaffen vollständig offengelegt hat. Der Westen hatte der Assad-Regierung vorgeworfen, heimlich an ihrem Chemiewaffenprogramm festgehalten zu haben. Außerdem forderte der Entwurf einen humanitären Zugang ohne Einschränkungen in ganz Syrien. Die Regierung solle darüber hinaus ohne Vorbedingungen und konstruktive Verhandlungen mit den Rebellen aufnehmen. Die Gespräche im Sicherheitsrat über den Entwurf sollen nach Angaben aus Diplomatenkreisen am Montag beginnen. Wann über den Entwurf abgestimmt werden soll, blieb hingegen offen. Paris wolle Zeit für echte Verhandlungen lassen, hieß es.
UNO-Sicherheitsrat hat Resolution Russlands abgelehnt. Wenige Stunden zuvor war Russland im UNO-Sicherheitsrat mit dem Versuch gescheitert, eine Verurteilung der westlichen Raketenangriffe in Syrien zu erreichen. Bei einer Dringlichkeitssitzung des wichtigsten UNO-Gremiums stimmten am Samstag nur 3 von 15 Mitgliedstaaten für einen entsprechenden russischen Resolutionsentwurf. Der Westen macht die syrische Führung unter Machthaber Assad für einen mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Duma verantwortlich, bei dem am 7. April nach Angaben örtlicher Ärzte und der Weltgesundheitsorganisation, WHO, mehr als 40 Menschen getötet wurden. Mehr zum Thema US-Militärschlag. Was über die Luftangriffe gegen Syrien bekannt ist: Als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgaseinsatz flogen die USA, Frankreich und Großbritannien am Samstagmorgen Luftangriffe in dem Bürgerkriegsland. Nach Angaben des Pentagon wurden 3 Anlagen des mutmaßlichen syrischen Chemiewaffenprogramms angegriffen.